Hallo und herzlich willkommen zum Kirche Selbstkant News Channel, jeden Sonntag um 15 Uhr. Heute haben wir das Thema alte Schule in Hüngen. Ich glaube, da ist schon fast jeder dran vorbeigefahren, wo das Pferd auf dem Balkon steht. Und der Leiter vor kurzem, seit dem 1. Juni, hat jetzt wieder eine Jugendgruppe angekündigt in den Sommerferien und er möchte uns jetzt ein bisschen darüber berichten. Mein Name ist Eusebio Tampo und wie ihr gehört habt, ab 1.6. bin ich die neue Einrichtung Leitung von Jugendtreff Alte Schule. Seit 6 Jahren beschäftige ich mich, seit 4 Jahren beschäftige ich mich mit Jugendarbeit in Deutschland. Ich komme aus Rumänien, ich bin 43 Jahre alt und seit über 15 Jahren mache ich Jugendarbeit in 3 verschiedenen Ländern, Rumänien, Italien und wie gesagt, seit 4 Jahren jetzt in Deutschland. Ab 1.6. jetzt in Selbstkant, in Jugendtreff Alte Schule. Ich freue mich für diese neue Herausforderung und ich hoffe, dass Jugendtreff Alte Schule wird ein beliebtes Ort für alle Jugendlichen von Selbstkant. Ja, und jetzt ist auch Pastor Roland Bohnen dabei. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und wir haben jetzt ein kleines Video für euch vorbereitet, dass ihr einen kleinen Einblick habt, was Eusebio Tampo macht. So, wir sind jetzt hier bei der alten Schule und das ist die Schule. Und würden Sie uns das hier denn mal zeigen? Genau, das ist die alte Schule, wo findet sich die Räume von Jugendtreff. Aber mein Vorschlag wäre, dass ihr selber die Jugendtreff zu entdecken. Okay. Was habt ihr vor? Wir gucken alle Räume und gucken, was. Okay, wenn ihr Fragen habt, ich bin dabei, okay? Okay, wir fahren mit unserem wunderschönen, also ja, meinen. Ja. Meinen tatsächlich hab ich gestellt. So. Okay. Hier sehen wir schöne Graffiti, die haben die Jugendlichen mit einem Projekt gemacht in den vergangenen Jahren. Und ich finde, das ist wunderschön geworden. Da sind die Räume, wo treffen sich die Jugendlichen. Hier den Hof, wo kann man für Veranstaltungen benutzen. Und da hinten haben wir ein schönes Wunderblatt für Spiele. Da könnt ihr das angucken. Okay, hier ist ein Spielplatz, wo kann man Fußball spielen, Wasserschlag machen wir das jetzt in Sommerferien und so weiter. Okay, gehen wir weiter. Hier ist unser Keller, aber da dürfen wir nicht rein, ist gesperrt. Da ist nur ein Abstellraum. Hier sind die Räume vom Kulturverein. Könnt ihr die angucken auch. Aber für unsere Veranstaltungen dürfen wir auch diese Räume benutzen. Und was ist da hinten? Da hinten sind auch Räume, die gehören zum Kulturverein. Aber wie gesagt, die Räume dürfen wir auch benutzen. Können wir da auch noch reingehen? Ja, klar, können wir auch da reingehen. Hier ist ein Saal. Wenn ich fragen darf, was ist das denn? Das ist ein altes Tresor. Das ist ein altes Tresor, ja. Aber jetzt benutzt man nur als Deko. Nein, darf man nicht da rein. Das nicht. Okay. Hier dürfen wir nicht rein, nur hier und da. Ja, aber das ist kein Raum. Ja, geradeaus erstmal. Ist
das eine Tür als Kleiderhaken? Ja. Cool. Das haben die Kinder gebastelt. Das ist auch Wieso gibt es eigentlich die Küche? Hier ist eine Küche, ja, gute Frage. Hier im Jugendtreff, manchmal kochen wir gemeinsam und essen wir gemeinsam. Nach den Sommerferien, wenn ihr Interesse habt, dann können wir zusammen ein Kochangebot machen, jede Woche ein gesundes Essen kochen und dann zusammen essen. Deswegen haben wir diese Küche hier. Links habe ich nur 24. Okay, wir haben weiter Räume. Hier ist ein anderer Raum. Ein Büro. Ja, hier. Ist mein Büro. Hier erledige ich meine Bürosache, ein Jugendtreff. Hat zu tun auch mit bürokratischen Sachen. Deswegen manchmal eine Stunde, zwei Stunden oder wie viel brauche ich, nehme ich Zeit hier und mache ich Büroarbeit. Dann geht's hoch. Die ist sehr schön bemalt. Hier ist alles sehr schön. Und auch da oben ist Jesus. Ja, da oben ist Jesus. Hier, der Bandierhut, ist 25 Jahre alt. Ja. Und hier ein gruseliges Monster, genau. Und dann natürlich hier nochmal die Boxen. Aber ich habe trotzdem nichts. Hier kann man die Aggression abbauen. Nicht alle zusammen, nicht alle zusammen, weil dann sind wir gefährlich. Mhm. Hier, das habe ich genannt, den Tanzraum. Kann man auch ins Spiegel gucken und sehen? Ja, da. Früher haben die Kinder hier einen Tanzunterricht gehabt. Ich? Deswegen so viele Spiegel hier. Ich habe hier mal auch mal getanzt. Ja, wir haben beide. Du machst auch eine Reihe. Ja, und hier. Und dann, jetzt benutzen wir den Raum für verschiedene Angebote, besonders für Basteln, für Malen. Sehr viele Farben haben wir hier. Und hier ist Essen? Nein, da ist auch kein Essen. Warum gibt es denn hier eine Küche? Genau. Hier werden wir für Besucher Getränke. Aber jetzt ist leer, wie gesagt, ich habe gerade angefangen, ist alles leer, aber wird jetzt voll mit Getränk. Okay, nächstes Raum. Das müssen wir auch mal haben. Da war er ja auch. Nein. Hier ist unsere. Hier ist unser Chillraum, wo kann man etwas spielen, Kekka spielen, Hockey spielen, Film gucken auf dem großen Leinwand. Und was ganz Besonderes. Und hey, was hast du? Lara, Musik. Der Gong geht los. Okay, jetzt machen wir noch ein Band. Wir machen ein Band jetzt, oder? Okay, okay. 1, 2, 3, los. Erstmal vielen Dank für euren Besuch. Bitte. Nach den Sommerferien. Ich warte auf euch hier, zusammen Spaß zu haben. Okay.
dagegen. Also, das hier ist ein Spiel in der alten Schule. Ich kann mal hier rumfilmen. Also, da ist noch ein Kicker, da eine Leinwand und da Musikinstrumente und da ein Billardplatz und Couches. Florian, du bist ein Bild. Und hier ist unser Punkt für dieses Spiel. Ich habe schon 1 Punkt, also 1 Punkt besser. Und für das Spiel. Oh nein. Warten wir. Und leider ist es kaputt, aber wir spielen trotzdem. Also, wir spielen hier gerade. Also, ich spiele gerade mal oder Kick-Off. Ich habe schon 1 Punkt geschossen. Ich auch. Ja, wir sind hier in die alte Schule und wir spielen ein bisschen Musik. Mit Clara Anais. Wow, Florian ist aggressiv geworden und hat keinen Punkt auf Selkant, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Eusebio Tampu und ab 1. Juni bin ich die neue Einrichtungsleitung von Jugendtreff Alte Schule. Heute möchte ich euch eine gute Nachricht mitteilen. Unsere Jugendtreff nach so viel Corona-Zeit, die war geschlossen, ist wieder geöffnet. Deswegen, ich möchte euch alle herzlich einladen zum unserem ersten Angebot, die heute wir starten, Jugendcafé. Für jede von euch, die ist 16 Jahre alt, unser Jugendcafé-Angebot findet statt jeden Tag, ganze Sommerferien, ab 17 Uhr bis 20 Uhr. Alle von euch seid herzlich eingeladen. Mein Ziel ist, dass diese Gebäude, diese Jugendtreff,
für euch attraktiv zu machen. Ich bin ein offener Mensch und ihr habt in mir einen zuverlässigen Ansprechpartner. Jeder von euch ist herzlich willkommen. Wie ihr bemerkt habt schon, ich bin auch aus Ausland. Ich komme aus Rumänien, bin ich 43 Jahre alt und ich freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Denn ich komme aus Ausland, das heißt, jeder von euch ist herzlich willkommen. Egal welche Nationalität, egal welche Religion, egal welche Zugehörigkeit habt, jeder von euch ist herzlich willkommen. Deswegen, heute starten wir unser erstes Angebot, Jugendcafé ab 16 Jahren, jeden Tag von 17 Uhr bis 20 Uhr. I believe in visions. I believe in love. Jetzt gerade das Video gesehen. Da war ja ein Café für Jugendliche ab 16. Gibt es denn da auch was für Kinder? Ja, klar. Ich habe versucht, obwohl in einer kurzen Zeit, wie gesagt, ich habe angefangen ab 1.6., habe ich gesagt, ich habe keine Zeit für Einarbeitung, weil die Sommerferien kommen und nach so viel Corona-Zeit die Kinder und Jugendliche erwarten etwas von Jugendtreff. Deswegen habe ich mich sofort am Arbeit gesetzt und ein Sommerprogramm erstellt. Und ich habe versucht, echt für alle Alter ab 8 bis 21 ein Angebot zu machen. Deswegen, wer guckt auf unser Sommerferienprogramm, kann etwas finden, für alle Alter ab 8 bis 21 Jahre alt. Es sind verschiedene Programme, sind vier Wochen Sommerferien geplant, mit verschiedenen Angeboten, sehr bunt, sehr breit auch, mit Ausflügen, mit Basteln, mit Kunst, mit Spaß und so weiter. Einfach den Ferienprogramm auf dem Facebook-Profil gucken und dann könnt ihr alle Info haben. Ja, ich bin auf jeden Fall auch dabei und ich habe diesen Infoplan auch schon und ein paar Sachen habe ich schon angekreuzt und ein paar Sachen bin ich mir noch nicht sicher und genau, was das ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Sommer, endlich wieder so ein bisschen, nicht so Corona, sondern eher wieder ein bisschen Spaß zu haben. Boah, wo machst du denn mit? Jetzt bin ich neugierig. Was machst du hauptsächlich? Was ist dein Favorite? Also auf jeden Fall beim Zirkus. Letztes Jahr war ich halt auch dabei und ich kenne die halt auch so, weil ich auch halt da zu Hause war und wir haben da geprobt mit meiner Freundin, weil wir auch so Auftritte haben, also ich habe auch der Nummer von der und da freue ich mich halt am meisten drüber, die auch mal wieder zu sehen und worauf ich mich halt auch freue, sind die Wasserschlachten, weil es in den letzten Tagen so warm war, nur jetzt ist es nicht so schön, aber ich hoffe, dass in den Sommerferien wieder ein bisschen wärmer wird und wir dann richtige Sommer haben und auf jeden Fall auf dem Beach tragen.
Darf ich mal fragen, sind denn überhaupt Plätze noch frei oder ist schon alles ausgebucht? Nein, es sind noch Plätze frei, nur ein Angebot ist ganz ausgebucht, ein Ausflug und dann sind noch genug, aber sind auch genug Anmeldungen. Schön, ja. Schön, schön. Mensch, das klingt ja interessant. Ja, da gab es übrigens auch einen Ausflug ins Phantasialand, aber ich habe das nicht angekreuzt, weil ich ja schon hier mit zum Phantasialand fahre. Dann fahre ich nicht zweimal, da ist es nämlich fair gegenüber andere, die nur dann einmal fahren. Ja. Schön, ne? Jetzt hast du ja schon was für über unser übernächstes Thema verraten. Oh. Ne? Genau. Aber ja, sollen wir denn auch nochmal auf die Vergangenheit zurückkommen? Ja. Herr Tampo hat jetzt am 1. Juni angefangen. Wer war denn davor? Davor war die Denise genau. Ne? Die hat aber nicht so lange das gemacht. Einmal, ne? Glaube ich. Und die Denise hatte das ganz große Pech. Die hat angefangen und dann wurde sie direkt ausgebremst mit Corona und dann ist es irgendwie nie so richtig ins Rollen gekommen. Und davor war? Unser lieber Franz Josef Stoffels, der Franz Josef. Ne? Und der hat das ganz lange gemacht und der war auch bei uns mit im Seelsorgeteam, hat also auch viel mit uns zusammengearbeitet, mit Jugend, mit Firmung zum Beispiel auch. Ne? Der hat nämlich auch, da haben wir den nämlich auch besucht und da haben wir auch ein Video. Und ich frage mich eigentlich, was hat die alte Schule mit der Kirche zu tun? Soll ich das jetzt sagen oder lieber nach dem Video? Jetzt. Okay, dann muss ich jetzt, okay? Ja. Also, technisch betrachtet ist die Kirche der Träger. Also in unserem Land gibt es ja ein Grundgesetz und eine Verfassung und nach der Verfassung solle der Staat nicht alles selber machen, sondern wenn es Gruppen, Vereine, Kirchen gibt, die was machen, dann unterstützt der Staat die finanziell, aber die Kirche jetzt in unserem Fall, die kann das machen. So haben wir zum Beispiel katholische Kindergärten von der katholischen Kirche, wir haben auch katholische Krankenhäuser teilweise, ne, oder katholische Schulen. Und wir haben jetzt auch katholische Jugendeinrichtungen, wo die Kirche der Träger ist, wo wir also praktisch auch die Leute, das Personal, also in dem Fall Herr Tampo, einstellen, aussuchen können und wo wir dann auch gut mit zusammenarbeiten können. Und der tiefere Sinn liegt daran, weil die Kirche möchte eben was Gutes tun für die Gesellschaft, was Gutes tun für Jugendliche, Orientierung geben, Werte vermitteln. Ja, und deswegen ist es eine gute Aufgabe für die Kirche, sowas zu übernehmen. Ja. Dann wäre jetzt die Frage, dürfen da nur Katholische hin? Aber ich glaube, das wissen alle schon, ne? Dass da jeder herzlich willkommen ist. Und wenn man sagt, man möchte positive Werte vermitteln, christliche Werte, die sind, glaube ich, die sind ja für alle, die sind ja nicht nur für Katholische. Ja. Ich möchte auch das bestätigen, genau, ne? Obwohl es eine katholische Jugendtreff ist. Das ist geöffnet und sind alle herzlich willkommen, egal welche Kultur, welche Religion, welche Zugehörigkeit haben. Und vor allem, wenn die Einrichtung, Leitung ist Ausländer, das heißt genau, alle sind herzlich willkommen. Vielleicht kann man so sagen, wenn die katholische Kirche der Träger ist, dann heißt es, dass viele Katholiken aus der Gemeinde mit ganz viel Herzblut und Engagement mitarbeiten. Das ist praktisch eine Zusammenarbeit zwischen dem Staat, der das Geld gibt, und der Kirche, die das hauptamtliche und auch das ehrenamtliche Engagement einbringt. Also eigentlich ein Vorteil für den Staat, fürs Dorf und für die Kirche auch. Ah, ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgedacht. Ich greife noch mal ganz kurz zurück, und zwar den Franz Josef Stoffels. Der war ja auch mal Leiter vom der alten Schule und diesen Jugendtreffpunkten. Und da haben wir jetzt auch ein Video vorbereitet. Super. Hallo, mein Name ist Anna Hiet von Kirche Selfgang Youth Channel. Und ich habe hier mit Franz Josef einen Interview. Erste Frage. Von wann bis wann haben Sie die alte Schule geleitet? Also ganz genau weiß ich das nicht mal, aber ungefähr so von jetzt an gerechnet, so 10, 11 Jahre zurück habe ich angefangen, ganz alleine. Die alte Schule war damals neu renoviert worden, ein paar Jahre zu. Und da war ich in der gleichen Situation wie jetzt der Herr Tampo, der jetzt neu angefangen hat und musste alles neu aufbauen.
Wie waren die Öffnungszeiten? Ganz unterschiedlich. Meistens haben die Öffnungszeiten sich nach den Besuchern gerichtet. Das heißt also für Jüngere früher auf und für Ältere länger auf. Das heißt also meistens von nachmittags von 15 Uhr und dann bis abends manchmal auch bis 10, 11 Uhr. Und es gab auch manchmal Tage, wo wir die ganze Nacht durchgemacht haben. Was würde hier so gemacht? Also wenn ich sage, wir haben die ganze Nacht durchgemacht, dann war das meistens eine Filmnacht. Und damals wurde auch noch mit Computerspielen so, aber in einem Raum, Netzen nannte man das, gespielt. Und dann ging manchmal eine ganze Nacht drauf und ein ganzer Tag mit viel Trinken und viel Essen. Wie alt waren die Jugendlichen hier in Kram? Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also die Kleinsten, das fing an so unter 10 knapp, ne? Aber die Älteren dann, das waren auch schon bis über 20-Jährige. Die Ältesten waren so bis 23. Wie haben Sie schon Herr Tampo kennengelernt? Oh ja, ein sehr netter Mann, sehr engagiert, sehr freundlich. Und dem wünsche ich ganz viel Glück, dass er genauso viele Jugendliche, nette Jugendliche in Selfcamp kennenlernen darf, wie ich das durfte. Was wünschen Sie ihm? Viel Glück und viel Ausdauer und viel Zeit, auch in den Abendstunden, und eine geduldige Frau, die die Öffnungszeiten, die manchmal nicht immer so familienfreundlich sind, eine Ehefrau hat, die alles mitmacht. Vermissen Sie Ihre Arbeit? Ja, ich vermisse vor allen Dingen all die netten Jugendlichen, die ich kennengelernt habe. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich durchs Dorf fahre oder durch den Selfband fahre, wenn ich dann begrüßt werde und Hallo Juppi gerufen habe, dann freue ich mich natürlich immer. Was haltet Ihnen am meisten Spaß gemacht? Oh, da muss ich viel überlegen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht hat zum Beispiel auch dieses Pferd hier zu bemalen. Wir haben aber nur ein Pferd bemalt und dann nochmal zwei Ponys, also so kleinere. Aber ich glaube insgesamt auch 20 Kühe. Aber auch in dieser Größe. Ne? Das hat viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht hat auch, wenn du nochmal filmen willst, draußen das Sprayen auf der Wand. Da haben wir schon mal so Aktionen gemacht, alle paar Jahre die Wände neu gestalten. Das hat auch mir viel Spaß gemacht. Und ganz viel Spaß gemacht haben die Tanzgruppen mit den vielen Mädels, die richtig Stimmung in die Bude gebracht haben. Und natürlich auch das Projektreiten mit Andrea Pühlmakers in Selbstansafel, ne? Wo du auch mal dabei warst, wo wir auch tolle Aktionen in Sommerferien machen konnten. Pferdemusical zum Beispiel. Mhm. Tanzen mit Pferden zum Beispiel. Streicheln mit Pferden zum Beispiel. Schmusen. Gab es auch manchmal Streit? Oh ja, das gehört dazu. Weil wenn man ein Jugendzentrum leitet, dann muss man ja irgendwo auch so Regeln aufsetzen. Und Regeln sind für Jugendliche dafür da, damit sie die brechen können. Und da muss man das natürlich dann klären. Ne? Ich möchte das und ihr möchtet das. Da muss man sich halt einigen. Hat aber meistens geklappt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die schöne Interview. Vielen Dank für den netten Besuch. Alles Gute. Ich bin Gottfried Engendahl. Ich bin der Vorsitzende des Kulturvereins Selfkant und möchte Ihnen etwas erzählen über die Historie dieses Gebäudes. Dieses Gebäude wurde 1911 als Volksschule errichtet. Es bestand aus zwei Klassenzimmern und einem Gebäude für zwei Lehrerpersonen. Vor diesem Schulgebäude gab es hier in der Kirchstraße schon ein Schulgebäude, das allerdings nur für eine Lehrerperson eine Wohnung hatte und zwei Klassenräume hatte. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude sehr stark beschädigt, instand gesetzt nach dem Krieg wieder. Und während unserer holländischen Verwaltungszeit, die ging von 1949 bis 1963, wurde an dieser Schule nochmals zwei Klassenräume angebaut. Dies kann man auf den ersten Blick nicht gleich erkennen, weil man sich an dem Stil des Gebäudes sehr konkret gehalten hat. Lediglich sieht man, dass in dem einen Trakt jeweils drei Fenster sind und im anderen Trakt sind nur zwei Fenster. Wie in jedem Gebäude in der damaligen Zeit befand sich die Toilettenanlage außerhalb des Schulgebäudes. Dies hatte hygienische Gründe, weil man damals noch nicht so geruchsfrei arbeiten konnte wie heute. Bei der Instandsetzung des Gebäudes vor ungefähr 15 Jahren wurde diese alte Toilettenanlage wieder in Gebrauch genommen, modernisiert, aber wieder so hergestellt, wie sie ursprünglich war. Bei dieser Instandsetzung wurde das ganze Gebäude grundsaniert und in einem Teil dieses Gebäudes, in der Lehrerdienstwohnung, befindet sich heute das Kulturzentrum der
des Kulturvereins Selfkant. Und im hinteren Gebäude, den Schultrakt, da sind 3 Klassenräume für die Jugendarbeit reserviert. Hallo ihr Lieben. Leider gibt es immer wieder Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen nicht viel anfangen können. Sie sagen solche Sachen wie Kinder stören, Jugendliche sind unerwünscht oder sogar gefährlich. Einfach gesagt, sie wollen mit Jugendlichen so wenig zu tun haben wie möglich. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Es gibt Erwachsene, deren Herzen für Jugendliche schlägt. Und genau so eine Person war der heilige Don Bosco. Don Bosco, geboren Giovanni Melchiorre Bosco, am 16. August 1815 in Bechi in Italien. Seine Familie war arm und dazu kam noch, dass sein Vater starb, wie Don Bosco noch sehr jung war. Aber aufgrund eines Traumes, das er hatte, wusste er schon mit 9 Jahren, dass er Priester werden wollte. Das Geld reichte aber nicht, um ihm die notwendige Schulung zu geben. Darum arbeitete er unter anderem als Schneider und Stallbursche. Als er älter wurde und der Traum des Priesterwerdens nicht nachließ, gab ihm seine Mutter seinen Anteil an dem Erbe. Es war nicht viel, aber es war genug, dass er erst das Gymnasium besuchen konnte und dann das Priesterseminar. Am 5. Juni 1841 empfing er das Sakrament der Priesterweihe und er ging nach Turin, um dort für die arme und benachteiligte Jugend zu wirken. Im Turiner Stadtteil Valdocco, in einem alten, heruntergekommenen Schuppen, gründete er das Oratorium, einen festen Platz, wo sich Jugendliche aufhalten konnten, die Messe feiern und an Religionsunterricht teilnehmen konnten. In seiner Jugendarbeit kümmerte sich Don Bosco zutiefst um das Wohlhaben seiner Jugend. Er gab ihnen genau das, was sie brauchten. Essen, eine Unterkunft, Schulung, ein offenes Ohr und vor allem seine aufopfernde Liebe. Bis zu seinem Tod am 31. Januar 1888 gründete er und seine Gemeinschaft, die Salesianer, 250 solcher Häuser in Europa und Lateinamerika. Don Bosco wurde 1934 vom Papst Pius XI. Heilig gesprochen und er ist der Schutzpatron von Jugendlichen und Jugendseelsorgern. Don Bosco, ein großer Heiliger. Euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt wollte uns Pastor Bohn noch was über die alte Schule sagen. Also ein schönes Erlebnis. Ja, ich bin ja auch immer wieder mal in die alte Schule gekommen, zu Besuch. Und das war damals noch, wo Franz Josef Stoffels da war, jetzt als Denise da war, da war eben nicht so viele Gelegenheiten. Ne? Und was ich zum Beispiel sehr schön fand, war, die haben ja immer einen Karnevalswagen gebaut. Und da waren ganz viele Jugendliche, die daran gebaut haben, das war in so einer Scheune. Und Karnevalswagen, da passieren ja auch schon mal Unfälle, ne? Wenn da einer zum Beispiel unter einen Trecker kommen könnte und so. Und deswegen haben die mich gefragt, ob ich den Karnevalswagen segnen könnte. Und dann bin ich da hingekommen und dann haben wir da eben gestanden und haben den dann gesegnet. Und danach gab es dann ein Glas Kindersekt. Aber es war irgendwie auch ganz schön, ne? Ja. Oder es waren ja auch in der alten Schule immer die Tanzgruppen drin. Die Anne Zaunrecher, die war ja auch schon mal hier im Youth Channel. Genau. Da sind ja auch viele vom Selfkant mit aktiv. Und die hatten mal ein Fest. Und dann haben die auch gefragt, ob ich vorher mal einen Segen machen könnte. Das war auch sehr, sehr schön mit den Kindern. So. Also von daher haben wir auch schöne gemeinsame Erlebnisse mit der alten Schule gehabt. Mit mir als Pastor. Ne? Ja, das passt jetzt nämlich genau zur Überleitung ins Gebet mit dem Segen. Ja, dann würde ich vorschlagen oder ich würde dann dafür beten, dass möglichst die Ferienspiele super gut gelingen, dass auch der Start jetzt super gut gelingt, dass die Jugendlichen ganz viel Freude immer haben, wenn sie da hinkommen, dass immer eine schöne, positive Atmosphäre herrscht. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, ich danke dir, dass Herr Tampu jetzt hier bei uns ist und mit uns arbeitet. Ich danke dir aber auch für alles Tolle, was Franz Josef geleistet hat und auch für den Einsatz und das Engagement von Denise.
Und jetzt bitte ich dich um deinen Segen für alle Ferienmaßnahmen, die in der alten Schule geplant sind, dass es immer eine schöne, positive Atmosphäre herrscht, dass keine Unfälle passieren, sich keiner wehtut oder verunglückt, dass ja, immer mehr Jugendliche diesen Ort als ihr Zuhause, als ihr Haus annehmen und sich da wohlfühlen und gerne hingehen und dass das Haus auch so eine Brücke darstellt zur Kirche, dass auch das, was du, Jesus, den Menschen mitgeben möchtest, dass das auch in diesem Haus irgendwie spürbar wird. So segne uns alle, besonders aber alle Kinder und Jugendlichen, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hier zugeschaut habt. Und ja, jetzt machen wir noch den Rundgang und dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.